Ostern steht vor der Tür und in der Gerschen Bibliothek hieß es am Freitag und am Samstag schauen, staunen, mitmachen. Und was sagt der Chef Rainer Schmidt dazu? Die Ostermarkttage mit Ausstellung gibt es ja schon länger in Gera, waren unterbrochen durch Corona. Inzwischen kann der ursprüngliche Ausstellungsort, das Naturkundemuseum, das nicht mehr durchführen aufgrund von Platzproblemen. Und so entstand die Idee mit dem Freundeskreis Ostereiermarkttage in Gera, ob man es nicht probieren kann, die Bibliothek als Ostereiermarkttag zu nutzen und das Stadtmuseum als Ausstellungsort. Und so ist es dann auch gekommen. Also ich bin jetzt mal rumgegangen, das ist ein richtiger Familienvormittag geworden. Genau, das ist ja auch unser Wunsch. Wir wollen die Bibliothek als Lieblingsort etablieren, als Familienort. Wir haben schon jetzt in den letzten Wochen und Monaten richtig gute Erfahrungen mit dem Sonnabend, mit unserem Bücher beißen nicht Vorlesegeschichten für Kinder. Und mit diesem Angebot, hier am Sonnabendvormittag zu kommen, für die Kinder wird vorgelesen und heute sogar gebastelt. Und die Erwachsenen können sich nebenbei natürlich auch ihre Lektüre mitnehmen oder auch eine DVD, CD oder so. Wo kommen denn die Händler alle her? Oder gibt es noch Kollegen bei euch, die selber mitbasteln aus der Bibliothek? Also letztendlich ist die Idee ja geboren durch eine Kollegin, durch Jana Müller, die bei uns in der Bibliothek selber arbeitet und in dem Freundeskreis arbeitet. Und aber die Händler sind inzwischen aus ganz Mitteldeutschland, also es kommt jemand aus Leipzig da, aus Erfurt da, auch Gera, also ganz unterschiedlich. Ganz Mitteldeutschland ist vertreten. Was ist für dich das Highlight heute? Also das Highlight für mich als Bibliothek oder Bibliotheksmensch ist natürlich, dass so viele Leute unsere schöne Bibliothek entdecken können. Ich war natürlich auch begeistert, als ich das gesehen habe, von den gestalteten Ostereiern. Das ist ja wirklich irre, wie viel Kreativität da drin steckt und wie viel filigrane Handarbeit. Ne? Da gibt es Eier, da ist der ganze Osterspaziergang doch verewigt. Es gibt Eier mit dem Stadtmuseum, mit naturalistischen Bildgestaltungen. Und es gibt schöne Ideen, wie hier am Stand mit geflügelten Eiern, die fast so wie Biene Meier aussehen. Also, aber insgesamt ist es so, dass es so gut angenommen wird. Freut uns, dass so viele Ältere, aber auch Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern da sind. Dass es ein richtig schönes, wuseliges Ambiente in der Bibliothek gibt. Und wer noch nicht genug hat, unser Museum hat noch mehr Eier. Die Sonderausstellung ist noch bis zum 10. April geöffnet. Ach, noch ein Tipp. Auch dort gibt es bis April Mitmachangebote. Einfach nachfragen oder anrufen. Viel Spaß beim Basteln!